Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei den SNES Classics. Wir nehmen uns jedes Spiel des SNES Mini vor und geben jedem der 21 Spiele 21 Minuten und ja, spielen einfach alles mal an. Letzte Folge haben wir Contra 3 The Alien Wars gespielt und ich war nicht mal so gut, also war es nicht so gut, haha. Ja, der war schlecht, ich weiß. Und in dieser Folge nehmen wir uns den nächsten Spiel an. Wir spielen übrigens vom ältesten zum neuesten Spiel. Für die Leute, die sich vielleicht gewundert haben und die erste Folge nicht gesehen haben. In dieser Folge widmen wir uns The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber nicht wirklich sehr weit oder viel. Deswegen, ja, ich weiß, worum es geht. Link to the Past kennt ja jeder, ist ja ein Klassiker. An der Stelle sage ich dann einfach mal, 21 Minuten gehen ab jetzt. Vielleicht auch ein Spiel, was ich irgendwann mal vollständig machen werde. Aber es gibt erstmal andere Zelda-Spiele zu spielen. Schön. The Legend of Zelda, A Link to the Past. So, wir haben erstmal hier und natürlich sind wir nicht irgendwie Failout oder sonst irgendwie was. Wir sind traditionell, wie wir es bisher in jedem Let's Play gemacht haben, wenn wir ein Zelda-Spiel gespielt haben, Original Link. Na, dann gehen wir doch einfach mal rein. Sehr am Ende, A Link to the Past. Help me, please help me. Ach ja. Kleiner Disclaimer, jedes Spiel auf dieser Konsole ist auf Englisch. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. I'm a prisoner in the dungeon of the castle. My name is Zelda. The wizard Aghanim has done something to the other missing girls. Now I'm only I remain. Aghanim has seized control of the castle and is now trying to open the seven wise men's seal. I'm in the dungeon of the castle. Please help me. Alles klar, also Zelda hat in meinem Schlaf nach mir gerufen, weil Aghanim sämtliche Frauen gekidnappt hat und sie als einzige übrig ist, oder weise Frauen, wie auch immer, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall möchte er das Siegel der Sieben brechen, um halt vermutlich ins Realm zu gelangen, ins, ich weiß nicht genau wohin. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ins Secret Realm oder so, und dann wahrscheinlich irgendwas Böses zu machen. Link, ich gehe ein bisschen nach draußen. Ich werde am Morgen da sein. Verlass ja nicht das Haus. Tschüss. Ich glaube, mein Onkel oder so ist das, wenn ich mich recht entsinne. So. Und natürlich in Zelda-Manier holen wir uns hier erstmal eine Lampe. Okay. Ist eigentlich nicht das, was ich jetzt erwartet hatte. Ich dachte, wir kriegen jetzt ein Schild. Wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt, aber ich kenne es halt nicht auswendig, so wie manche andere Leute. Denn genau wissen, wo sich irgendwas befindet. Gut, dafür brauchen wir wohl das Kraftarmband. So, ich habe keine Magie, deswegen kann ich meine Laterne nicht benutzen. So, wenn mich nicht alles täuscht, muss ich jetzt hier hoch und rechts dann am Schloss vorbei. Wenn ich dann irgendwann zum Schloss komme. Um dann in den einen Geheimgang zu kommen, damit ich im Schloss komme. Richtig? Wie gesagt, ich habe den Anfang auf jeden Fall schon mal gespielt. Abu Aya. Ich finde immer das lustig, wie der da runterfällt, so. Das sieht dann immer so aus, als wenn man was falsch gemacht hat, aber hier ist es ja benötigt. Link, ich wollte nicht, dass du in das Ganze involviert wirst. Ich habe dir gesagt, du sollst das Haus nicht verlassen. Nimm mein Schwert und Schild und hör mir zu. Okay, ich kann halt Dingens aufladen, mein Schwertstreich, und ich soll Zelda retten. Einmal durch, bitte. Okay, mit B kann ich mein Schwert schwingen. Genau das wollte er uns erklären. Das ist die Technik. Hier haben wir Magie. Da haben wir einen Rubin. So, damit können wir Fackeln anmachen. Sehr schön. So, einmal hier lang. Wir müssen Zelda jetzt aus dem Dungeon befreien. So. Und ich weiß noch, damals, als ich das bei einem Kumpel gesehen habe, weil der das Spiel gehabt hat. Und ich fand das einfach auch total toll. Besonders, wenn man halt später durch die Zeiten reisen kann. Ist ja nicht umsonst A Link to the Past. Also irgendwo muss ja die Vergangenheit herkommen. Genau. Deswegen, das fand ich damals schon mal ziemlich cool. Und ich finde, es hat von seinem Charme nichts irgendwie verloren oder sonst irgendwas. Es hat immer noch dieses Super Nintendo Feeling. Auch wenn ich mittlerweile schon Speedruns davon gesehen habe, die irgendwie
Ich weiß nicht. Ich finde... Okay, ist hier irgendwas? Huch. Okay, das ist offenbar Menü. Okay. Nee, ich finde irgendwie, je älter man wird, desto, sag ich mal, trivialer irgendwie werden die Spiele. Und das bedeutet nicht, weil man irgendwie geskillter ist oder sonst was. Man hat einfach dann so viele Spiele gespielt, dass ein Spiel nicht mehr dieses Abenteuer ist, sondern halt wirklich nur noch irgendwie, ich drücke die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit. Und das finde ich halt immer ein bisschen, also wenn das halt zu sowas wird, dann finde ich das ein bisschen schade. Also das ist nicht mit jedem Spiel so, definitiv nicht, also jedenfalls für mich nicht. Für mich können Spiele immer noch ein Abenteuer sein, aber wenn man halt so Speedrunner und sowas sieht, die halt so, keine Ahnung, Spiele in 40 Minuten machen und das dann eben ständig hintereinander, da denkt man sich manchmal vielleicht auch so, ist für die das Spiel nicht irgendwo dann einfach nur sozusagen, ich mache jetzt hier meine Arbeit, so rinse and repeat, und es ist einfach nicht mehr dieses Abenteuer da. Das ist halt irgendwie so das, was ich meine. Also es ist nicht generell für jeden so. Und es ist auch definitiv für mich nicht immer so. Also einige Spiele können schon in sowas ausarten. Aber ich kann mich immer noch auf sowas einlassen und immer noch das Abenteuer als solches, sage ich mal, bestreiten. Aber wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass einige Leute immer nur eben auf die Fakten sozusagen, also Gameplay, Sound und, Grafik und sonst was alles abgehen. Ich glaube, die verpassen dann irgendwo so ein bisschen den Sinn von Spielen, nämlich Abenteuer zu bestreiten oder Abenteuer zu spielen, zu durchleben, die man halt im Echt nicht machen kann. Also ich kann nicht in einem Castle rumlaufen, in einem Schloss und eine Prinzessin befreien. Also konnte ich bisher noch nicht. Vielleicht kann ich es irgendwann mal, aber bisher hatte ich noch nicht das Vergnügen. Oder beispielsweise als Chamäleon zusammen mit einer Fledermaus durch Level springen oder so. Wenn dann Leute nur darauf fokussiert sind irgendwie, ja, die machen halt und das war die schlimmste Impression dieses Sprechverhaltens aller Zeiten. Und so weiter, also wenn sich nur darauf konzentriert wird oder wenn das immer nur mit anderen Spielen verglichen wird, anstatt irgendwie auf das Abenteuer an sich zu gucken. Also das, was man halt im Endeffekt dann im Spiel selbst macht und wie es halt gedacht ist. Ich kann mich immer noch darauf einlassen, irgendwie so, ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg, unsere Federn einzusammeln oder sonst irgendwie was oder hier die Prinzessin zu finden, etc., etc. Für mich ist das Ganze nicht trivial. Für mich ist das Ganze definitiv noch so echt, wie es halt einfach sein kann. Für mich ist das immer noch Abenteuer. Abenteuer! Deswegen habe ich mir ja so viele Spiele geholt, weil ich die alle mal irgendwie erleben möchte und spielen möchte und einfach so, wie sie halt sind. Und ich möchte halt nicht, dass das alles so trivialisiert ist. Für mich jedenfalls. Deswegen muss ich da jetzt rein, da in das... Da unten hin? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Aber hier bin ich doch gerade erstmal ins Schloss gekommen, oder nicht? After Aghanim took over, everyone began to act strangely. I suppose it's only a matter of time before I'm affected too. Okay, hier komme ich also nicht lang. Tschüss! Ja, was muss ich jetzt machen? Was habe ich übersehen? Aua. Mir war irgendwie klar, dass ich das nicht machen muss. Vielleicht muss ich jetzt nach unten, dann rausgehen und dann diesen einen Weg halt gehen, den ich da gerade gesehen hatte. Moment, aber ich bin doch hier schon gewesen. Ich bin verwirrt. So. Und jetzt dahin? Ne, Moment, von hier komme ich doch. Komm doch von hier, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich vollends verwirrt. Ja, genau. Hier bin ich runtergefallen. Hier lag mein Onkel. Okay. Was habe ich übersehen? Was muss ich machen? Ich kenne dieses Spiel nicht auswendig. Wo muss ich hin?
Bedenkt das. Ich habe dieses Spiel, wie gesagt, mal angespielt. Ich habe es aber bis zu Zelda geschafft und das sogar ohne irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, wo gerade meine Probleme herkommen. Ich weiß nicht, wo ich gerade was übersehen habe. Wo habe ich was übersehen? Ich will nichts übersehen haben. Was übersehen haben ist doof. So, okay, wir gehen erstmal wieder nach oben. Dann gehen wir weiter nach oben. Hier sind doch aber die Curtains. Irgendwas war doch hinter diesen Vorhängen. Ganz ehrlich. Oder hier war irgendwas. Ich kann hier nichts machen. Nee. So, fackeln kann ich da bestimmt auch nicht. Was muss ich tun? Ich bin der Meinung, irgendwo war was hinter so einem Vorhang. Ich habe keine Bomben, ich habe nichts. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Diesen Raum gibt es doch nicht umsonst. Denke ich mir eigentlich. Ja, kommt. Lass mal in Ruhe. So. So, runter da und dondadan. So, jetzt bin ich hier. Mach den erstmal platt für ein Herz. Dankeschön. Da in der Mitte. Da in der Mitte gehen wir mal hoch. Ich glaube, hier bin ich nicht gewesen. Ich bin, glaube ich, also da in der Mitte. Ich bin, glaube ich, einfach nur da hoch, also rechts auf der Seite hochgegangen, so wie gerade eben auch. So, du bist weg, danke. So, den habe ich einfach mal mit dem Schwert in den Hintern gepiekst. In den Hintern, richtig in die Ritze. Okay, gut, das war jetzt zu viel Information. Huch, guck mal. Ein neuer Raum. Und von ihm habe ich einen Schlüssel bekommen. Und hier haben wir eine Karte. Danke, you got the map. Mit X kann ich jetzt auf die Karte gucken. Finally. The Rock has come back to Monday Night Raw. I'll never leave again. And he left. Tschüss. So. Aua. So, geht doch. So. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Schade. So, runter mit dir. Danke. Ich bin Link und ich laufe hier lang. Man fängt halt dieses Spiel auch direkt so in so einem Dungeon, so halt, ja, komplett in einem Dungeon an. Das ist halt auch mal was anderes. Das ist eine Sache auf jeden Fall, die sich in späteren Teilen ja ziemlich geändert hat. Also wir haben noch keinen weiteren Schlüssel. Also da oben kommen wir nicht rein. So, jetzt haben wir einen anderen Schlüssel. Cool. Ta-da-da-da! Du hast den Boomerang. Okay, und damit kann ich jetzt Boomerang werfen. Für den brauche ich auch keine Magie, oder? Nee. Okay. Sehr schön. So, hier kommen wir durch. Dann gehen wir da runter und dann noch weiter runter. Dann müssten wir doch bald bei den Dungeons sein, um endlich bei Zelda zu sein. So, nee, aber Link to the Past macht mir eigentlich Laune. Ich weiß nicht, warum ich es irgendwie nie durchgespielt habe. Okay, der Boomerang scheint ihn echt zu ignorieren. Oder er scheint den Boomerang zu ignorieren, so rum. Hello! So, weg mit dir, komm schon. So, geht doch. Da-da-da-da! Find the big key! This is the master key of the dungeon! It can open many locks! Hello! Do you know where I can find Zeldor? He's a guy in green.
Thank you, Link. I have a feeling you were getting close. Link, listen carefully. The wizard is magically controlling all the soldiers in the castle. I fear the worst for my father. The wizard is an inhuman fiend with strong magical powers. Do you understand? Yes. All right. Let's get out of here before the wizard notices. I know a secret path, but first we have to go to the first floor. Let's go. Nicht ohne mein Hab und Gut. So, wir haben jetzt Zeldor dabei. Und wir müssen mit ihr jetzt einmal in die obere Etage, damit sie uns die Passage zeigen kann, mit der wir nach Hause können. Und ich glaube, das ist das im Thronraum, was ich vorher gedacht hatte, dass da was ist. Ich wusste, dass da was ist. Ich wusste nur nicht mehr, in welchem Kontext. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Wir kommen von hier unten. Genau. Wenigstens sind die Gegner jetzt gerade weg. Das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz nett. Wir können auch, glaube ich, hier lang jetzt. Dürfte, glaube ich, ein Stück weit schneller gehen. Oder auch nicht. Nee. Ich hätte direkt da oben die Treppe nehmen können. Ach Gott, dammit. So, hätte ja sein können, ich kann die von hier aus treffen. So. New. Dann wieder dorthin. Dann wieder hier lang. So, kein Herz. Dankeschön. Finde ich immer wieder nett. Danke, danke. First Floor, sehr schön. So, und jetzt ab in den Thronraum. Wupp. So, auch nichts. Ich krieg immer nur Geld. Ich brauche kein Geld, ich brauche Herzen, ich brauche Liebe. Mit Geld kann man Liebe nicht kaufen. Aber man kann sich eine Potion kaufen, mit der man Liebe auffüllen kann. Also die Herzen. There's a secret passage in the throne room that leads to sanctuary. I'm sure the old man there will help us. It's dangerous to go alone. Take this. Ja, genau, so ungefähr. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Es war auf jeden Fall sehr infertil. Doch. The ornamental shelf should open. Do you have a light? It's pitch dark outside and you can't see without one. If you're ready, let's go. Help me push it from the left. From the left, from the left. Yeah, wir laufen einfach gegen. Ach nö, jetzt nicht mehr. Okay, machen wir es nochmal. Sehr schön, durch da. Danke, tschüss. Aua. Was ist denn für Viecher? So. Ach, Ratten. Ah, Ratte. So, runter da. First Floor. Oh, Schlangen. Ganz viele. Ihr habt ein ganz schönes Schlangenproblem, wisst ihr das? Kann ich mir hier wenigstens ein paar Herzen holen? So. Okay, das bleibt alles nicht dauerhaft. Sehr gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Ich dachte es mir schon fast, dass Laternen jetzt hier nicht dauerhaft bleiben. Aber ich wollte mal gucken. Ah, ich brauche erstmal einen Schlüssel. Bist du ein Schlüssel? Hallo! Ja, du bist ein Schlüssel. Tschüss! Sayonara, Beaches? Das heißt Strände. After passing through these sewers, we will be very close to Sanctuary. Let's be careful. Ah, okay. Wir sind jetzt also in der Kanalisation vom Schloss. Wir sind überall Ratten. Überall, weil die alle einfach ihr Essen, das Klo runterspülen. Das ist so unsagbar ekelhaft. Aber die Ratten müssen auch irgendwas essen. Also von dem her... ja. Schön euer Essen, das Klo runterspülen. Habt ihr gemerkt? Habt ihr gemerkt? Sehr gut. So... Kriegen wir hier jetzt Schlüssel, wenn wir die beiden angemacht haben oder wenn wir alles getötet haben? Nein. Genozid. Das ist das Wort des Tages. Genozid. So, einmal durch. Und hier sind wir. Aua. Wir bräuchten Bomben, um da links durch die eine Wand zu kommen. Haben wir aber nicht. So, einmal hier. Da links ist noch eine Tür, wo wir theoretisch mit Bomben durch könnten. Aber wir haben keine. Holy shit. Die Viecher sind schnell. Die sind so schnell wie Ratten. Moment.
So, hier haben wir erstmal nichts weiter. Sanctuary is just beyond that door. Pull the switch over. Okay. Au. Oh ja, genau, jetzt kommen wir noch Schlangen. You have pulled the lever to the open door. You have to pull the lever to open the door. So rum. Wir sind in Sanctuary angekommen. Bei Borderlands 2 dauert das länger. Princess Zelda, you are safe. This is your is this your doing, Link? Cool, wir sind in meiner Minecraft-Kirche. Yes, it was Link who helped me escape from the dungeon. When I was captive, the wizard said, Once I have finished with you, the final one, the seal of the wise man, will open. Link, you must not let the land of Hyrule fall into the wizard's clutches. If he releases the seal of the seven wise men, evil power will overwhelm this land. Before that happens, before it's too late, destroy the wizard before he destroys all of Hyrule. You can do it. You can. I sense that a mighty evil force guides the wizard's actions and augments his magical power. Augments his magical power. Punkt. The only weapon potent enough to defeat the wizard is the legendary Master Sword. It is said that the village elder is a descendant of one of the seven wise men. Maybe he can tell you more. I will mark his house on your map, but watch your every move. I'm certain that the castle soldiers will be looking for you now. I will hide Princess Zelda here. Achso, der Alte redet. Princess Zelda here! Do not worry, seek the elder. Do you understand? Na, na, na. Ja, natürlich. Aber nicht, bevor ich dich nicht ausgeraubt habe. Herzcontainer, sehr schön. Oh. Und damit sagt mir meine Uhr gerade, mitten in dieser Kirche, dass wir durch sind. Und diese Musik gerade war mega ätzend. Ja, genau das. Genau das Gedudel. Ich weiß auch nicht, wie laut das ist und wie gesagt, ob es eine Doppelkopplung gab jetzt über das Mikrofon oder so. Ich hoffe einfach mal nicht. Genau. Aber an der Stelle war es dann mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. Jedenfalls für dieses kleine bisschen Reinschauen in das Spiel. Und der heutigen Folge der SNES Classics. Beim nächsten Mal spielen wir dann Super Mario Kart. Aber an der Stelle würde ich erstmal sagen, das wäre es mit dieser Folge. Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich wie ihr und je. Tschüss, bis dann.